Willkommen zum 10. Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle. Ich vergleiche heute den Wasserstoffgehalt dieses Hydrogen Water Gerätes mit dem der Gosoid Wasserstoffkanne. Im Aquazentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Da es im letzten Battle wieder ein Gerät in die nächste Runde geschafft hat, sieht unsere Bestentabelle heute so aus. Hydrogen 2,5 ppm, AquaVolta 2,1 ppm, H2Life 1,9 ppm, AquaVolta Classic 1,7 ppm, Solco H2Cap 1,7 ppm, AquaLiving Paino 1,6 ppm gelöster Wasserstoff. Okay. Damit alle teilnehmenden Geräte die gleichen Voraussetzungen haben, befülle ich jedes mit Osmosewasser aus unserer Osmoveda Umkehrosmoseanlage. So ist gewährleistet, dass jedes Gerät mit denselben Mineralien, Leitwert und so weiter umgehen muss. Wer mehr darüber wissen möchte, schaue sich bitte das Video Spielregeln und Vorbereitung an. Ich habe es oben rechts für euch verlinkt. Legen wir gleich los. 3, 2, 1, 20 Minuten Zeit sind vorgegeben. So haben alle Geräte genug Zeit zur Wasserstoffproduktion. Ich schaue mir zunächst einmal die Bläschenbildung an. Hier links sehe ich einen schönen, wie sagt man Stream auf Deutsch? Rechts in der Kanne passiert nicht so viel. Ich kann sogar die einzelnen Wasserstoffbläschen zählen. Wenig. Viel. Wenig. Oh, ich habe die Geräte ja noch gar nicht vorgestellt. Links im Ring ein No-Name-Booster mit der Aufschrift Hydrogen Water. Das sind die Herstellerangaben, die ich dazu herausfinden konnte. Nicht viel. Rechts im Ring die Wasserstoffkanne der Marke Gosoid. Im 7. Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle war ein Booster dieser Marke am Start. Schaut euch das Video mal an, das hat mir bisher am besten gefallen. Und wieder findest du den Link oben rechts. Den Booster darf ich jetzt alle 3 Minuten neu starten. Eine Voraussetzung für die Geräte, um in Runde 2 zu gelangen, ist ja ein Wasserstoffgehalt von 1,6 ppm. Frage an dich, Yasin, warum gerade 1,6 ppm? Also Vollsättigung ist, sage ich mal, das Mindeste, was so ein Wasserstoffgenerator schaffen sollte. Vollsättigung heißt, 1,6 ppm Wasserstoff zu ermitteln mit dem blauen Tropfen. Und nur mit dem blauen Tropfen, weil keiner hat ein Messgerät, das über 10.000 Euro kostet. Und keiner hat einen Messingenieur, der 5.000 plus Euro pro Monat kostet, der dieses Messgerät bedienen kann. Das haben nur Hersteller, so diese Messgeräte. Und da muss man auch das ganze Eichen und so weiter und die Messsonden können defekt gehen. Deswegen gibt es aber zum Glück diese blauen Tropfen. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Die Hersteller, die wir anbieten, die haben sicher sozusagen eine sehr gut geeichte Lösung, wo man wirklich dann mehr oder weniger immer sehr, sehr gut den Wasserstoffgehalt ermitteln kann. Und der typische Wasserstoffgehalt, der eben aus so Wasserstoffgeneratoren rauskommt, ich brauche nur diese Generatoren anschauen, dann weiß ich schon, was da ungefähr rauskommt. Entweder eben irgendwo um die 0,3 bis 0,6 ppm oder eben so um die 1,2 ppm oder das Doppelte bei den Besten. Und ppm heißt nichts anderes Parts per Million. Man kann das Ganze auch in Parts per Billion ausdrücken, dann wird das Ganze tausendmal mehr, sprich 1,2 ppm Wasserstoff ermittelt heißt 1200 ppb Parts per Billion. Das heißt nicht durcheinander bringen lassen, manche sprechen das dann in 1000 und andere in Komma aus. Und das heißt nichts anderes wie in 1 Million Wassermolekülen ist dann 1,6 ppb, also 1,6 Wasserstoff
Moleküle enthalten, gelöst. Das heißt, wie so ein Sprudelwasser, wo CO2 gelöst ist, da rechnet man auch in ppm, da kann aber der Wert bis zu, ich sag mal, 1000 oder mehr ppm werden. Sprich, wir sind ein Tausendstel an Gas im Wasser, wie in so einem Sprudelwasser, was so drin sein kann. Und Pi mal Auge, ja? Und man kann auch ppm Mineralien messen. Da gibt es diese TDS-Leitwertmessgeräte. Die messen dann die Menge an leitfähigen Stoffen in ppm. Das heißt, wenn Sie dann typischerweise im Leitungswasser, in Ihrem Leitungswasser 300 ppm Mineralien drin enthalten haben, Salze, nichts Gefährliches, dann heißt das, dass pro 1 Million Wassermoleküle 300 Teile geladene Teilchen sind. Bei unserem blauen Tropfen können wir eben jetzt da den Wasserstoffgehalt ermitteln, den gelösten, molekular gelösten Wasserstoffgehalt. Das heißt, molekular H2, der gelöst ist im Wasser. Und somit hat man dann typischerweise, ich sag mal bei den besseren, 1,2 bis 1,6 ppm ermittelt. Die Wasserionisierer, so als Anhaltspunkt, die schaffen Maximum 1,2, das sind auch schon die besten Wasserionisierer, sage ich mal. Bei gutem Wasser, zu guten Konditionen, kann auch mal 1,6 ppm rauskommen. Nur der ECA-Traktor ist noch ein bisschen höher wie die anderen. Der schafft halt dann so pauschal bei der stärksten basischen Stufe 1,8 ppm. Die Wasserstoffgeneratoren, die besten, können diesen Wert sogar schlagen. Sie können nur nicht basisches Wasser machen. Das ist der Unterschied. Aha. Die 20 Minuten Produktionszeit sind schon um. Jetzt kommen die erwähnten blauen Tropfen zum Einsatz. Die funktionieren so. Jeder entfärbte Tropfen in der Wasserprobe von 6 Millilitern entspricht 0,1 Part per Million molekular gelöstem Wasserstoff. Die Gläschen aus dem Testkit haben praktischerweise bei 6 Milliliter eine gelbe Markierung, welche mir das Leben erleichtert. Yeah! Zuerst teste ich die Kanne. Ich tropfe einen Tropfen Testflüssigkeit hinein, rühre und siehe da, es bleibt blau. So, so. Das ist derselbe Wasserstoffgehalt wie bei Leitungswasser, nämlich gar keiner. Das war kurz und schmerzvoll, dass ich so ein Gerät gekauft habe. Weiter mit dem Booster. Derselbe Vorgang wie eben. Sechs Milliliter, blaue Tropfen, 1, rühren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 Tropfen entfärbt. Magere Ausbeute heute. Mal riechen, ob beide wenigstens eine PEM-Zelle verbaut haben. Deshalb habe ich Natriumchlorid in die Geräte gegeben. Das bewirkt, dass ich beim folgenden Riechkolbentest riechen kann, ob eben eine PEM-Zelle eingebaut ist oder nicht. Karl-Heinz Asenbaum hat ein super Video über die Funktion solcher Wasserstoffbooster gemacht. Da erfahrt ihr alles, was man vor dem Kauf eines Gerätes wissen möchte. Der Link ist oben rechts. Achtung, jetzt rieche ich dran. Riechen nach nix. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. So, jetzt haben wir es. Die Ergebnisse des heutigen 10. Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Die Gossoid-Kanne kann ich mir sparen. Sie hat zwar eine PEM-Zelle, aber unser Testmodell hat keinen Wasserstoff produziert. In der Probe der Hydrogen Water Bottle konnten sich 8 Testtropfen entfärben, sprich ein Wasserstoffgehalt von 0,8 ppm. Auch sie hat eine PEM-Zelle. Als Fazit des heutigen Vergleichs muss ich sagen, wer billig kauft, kauft zweimal.
Wenn ihr durch dieses Video was gelernt habt oder es hilfreich für euch war, klickt doch auf den Daumen hoch. Jetzt habe ich aber genug von eurer kostbaren Zeit beansprucht. Ach, noch ein schlauer Spruch. Mit den Gedanken ist es wie mit einem Schiff. Kein Wasser der Welt kann es zum Sinken bringen, außer es gelangt nach innen. Also immer schön aufpassen, wem man zuhört. Im nächsten Booster Battle sind gleich drei Booster im Ring. Und bald startet die zweite Runde im Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle. Bis dann!